Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Willkommen zu diesem Video 12 Dinge gegen die Lockdown-Langeweile. Ja, wir befinden uns jetzt wieder im Lockdown und wahrscheinlich haben sich auch schon einige gefragt, was mache ich jetzt wieder die ganze Zeit? Und ja, die Frage habe ich mir auch gestellt und mir ein paar Dinge überlegt, die ich tun kann, auf die ich Lust habe oder die vielleicht auch ein bisschen produktiv sind. Und ich dachte, die teile ich einfach mal mit euch. Das sind jetzt nicht unbedingt revolutionär neue Ideen, aber vielleicht ja, inspiriert es den einen oder anderen ja doch zu irgendwas. Und dann hat das Video schon seinen Zweck erfüllt. Von daher will ich gar nicht groß weiter reden und würde sagen, los geht's! Gerade ist Reisen ja leider nicht möglich, aber umso schöner ist es, die nächste Reise zu planen für die Zeit, wenn sich die Lage wieder beruhigt hat. Kochbücher, Blogs, Videos, Rezepte findet man in Hülle und Fülle und wenn man Langeweile hat, kann man da ja einfach mal was ausprobieren. Vielleicht wollt ihr auch schon länger mal eure Ernährung umstellen, dann ist jetzt wahrscheinlich genau der richtige Zeitpunkt dafür. Guckt euch einfach mal wieder eure Lieblingsfilmreihe an oder schaut, welche Serie ihr noch nicht kennt oder welche Serie ihr gerne wieder gucken wollt. Puzzle ist einerseits total entspannt, aber man ist auch super konzentriert bei der Sache, weshalb zumindest für mich die Zeit dabei einfach wie im Flug vergeht. Schaut euch YouTube-Videos an. Und damit meine ich, sucht euch vielleicht Kanäle von Leuten, die euch inspirieren und motivieren. Oder wenn ihr Lust habt, andere zu motivieren, dann macht euren eigenen Channel. Gerade jetzt, wo wir wahrscheinlich die meiste Zeit wieder in den eigenen vier Wänden verbringen, sollte man es doch nutzen, ab und zu mal rauszugehen, vielleicht um eine Runde zu joggen. Oder wer Joggen nicht so gerne mag, der kann auch einfach eine Runde spazieren gehen. Beides ist tatsächlich sehr hilfreich, um mal den Kopf frei zu kriegen und ein bisschen durchzulüften. Man kennt das ja auf dem Handy, da sammeln sich immer mehr Fotos, Screenshots und so weiter an. Geht das einfach von Anfang an mal durch und löscht alles raus, was ihr nicht mehr haben wollt oder braucht. Gleichzeitig kann man noch ein bisschen in Erinnerungen schwelgen. Oder wenn ihr externe Festplatten habt, schließt die mal an und geht die ganzen Dokumente und Dateien durch und schaut, was kann weg. Probiert neue Beauty- und Pflegeprodukte aus. Das kann alles sein, vom Fußbad über die Haarkur bis hin zur Gesichtsmaske. Musik.
verschafft euch einen Überblick über eure Finanzen. Ich mache das jetzt ganz oldschool mit einem kleinen Notizbuch, geht natürlich auch in Excel oder anderen Programmen. Schreibt einfach mal alle eure Ein- und Ausgaben auf und vielleicht freut ihr euch am Ende des Monats auch, dass ihr während des Lockdowns nicht so viel ausgegeben habt. Spiele gibt es ja nun wirklich in allen möglichen Formen, sei es das klassische Gesellschaftsspiel oder wer gerne in Escape Rooms geht, für den wären die Exit-Spiele bestimmt was. Die Exit-Games kann man tatsächlich auch alleine spielen, allerdings nur einmal, weil man dazu teilweise Materialien zerschneiden, knicken und sonst was muss. Wer das Ganze lieber digital macht, der kann sich natürlich auch die passende App zu einem beliebten Spiel runterladen. Wenn es um Escape Rooms geht, da kann ich die Spiele von Rusty Lake empfehlen. Die habe ich letztens für mich entdeckt. Die sind ganz cool, aber auch ein bisschen creepy, also nichts für die ganz Jungen. Konsolenspiele sind natürlich auch ein guter Zeitvertreib. Während des letzten Lockdowns habe ich ein paar Spiele für die PlayStation 4 besorgt. Jetzt habe ich gerade meine PlayStation 2 wieder ausgegraben und spiele meine alten Lieblingsspiele. Wir kennen es doch alle, die Kleidungsstücke, die irgendwie die ganze Zeit im Schrank hängen, aber doch nicht angezogen werden. Nutzt es jetzt einfach und trennt euch von ihnen. Dabei könnt ihr auch noch ein bisschen Geld machen, wenn ihr sie zum Beispiel über Kleiderkreisel verkauft. Aber nicht nur Klamotten, auch andere Sachen wie DVDs, Bücher, Spiele kann man jetzt gerade sicher gut loswerden. Musik ist ja auch so eine Sache, die einem die Laune ein bisschen verbessern kann, aber wenn man irgendwie rund um die Uhr die gleichen Songs hört, wird's auch langweilig. Von daher nutzt Seiten wie SoundCloud oder auch eure Streaming-Apps, um nach neuen Künstlern oder neuen Songs zu gucken. Theoretisch könnt ihr auch auf Tinder neue Musik entdecken, wenn ihr mal bei anderen Profilen reinschaut, was die da so für Lieder drin haben. Am Ende findet ihr zwar vielleicht nicht die Liebe eures Lebens, aber habt eventuell den ein oder anderen neuen Lieblingssong gefunden. So, das waren jetzt meine 12 Tipps gegen die Langeweile. Ich bin sicher, es gibt noch eine Menge mehr. Also wenn euch irgendwas einfällt, schreibt das doch gerne in die Kommentare.
Und ja, ansonsten werde ich die Tage wahrscheinlich noch ein Video machen, in dem ich davon erzähle, wie ich an Corona erkrankt bin, wie das alles so abgelaufen ist, Symptome, Quarantäne, Antikörpertests, dies, das. Also wenn euch das interessiert, dann könnt ihr mich auch gerne abonnieren. Bis dahin, habt eine schöne Woche und bleibt gesund!